Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Neumünster. Stadtgebiet. Corona hat wieder leider die Stadt fest im Griff. Die 7-Tage-Inzidenzen lagen in der vergangenen Woche schon fast bei 300 pro 100.000 Einwohner. Oberbürgermeister Tobias Bergmann appellierte noch einmal an alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, sich impfen zu lassen. Der Fachdienst Gesundheit beantwortet über die Corona-Hotline Fragen zum Thema Covid-19. Darüber hinaus verstärkt die Stadt die Kontrollen zur konsequenten Einhaltung der Regeln der Landesverordnung zur Bekämpfung des Covid-19-Virus. Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt hat auf dem Großflecken geöffnet. Bis zum 23. Dezember kann an insgesamt 35 Glühweinständen getrunken und geschlemmt werden. Auch die Eisbahn hat wieder geöffnet. Zutritt hat jedoch nur, wer gegen Corona geimpft oder genesen ist. Es gilt damit die 2G-Regel, die auch kontrolliert wird. Bei einem Verstoß drohen 150 Euro Bußgeld. Tungendorf. Der Wasserturm an der Tungendorfer Straße erstrahlt wieder in neuen Farben. Nach über einem Jahrzehnt war das 2010 installierte Lichtkunstwerk Kelvin des Hamburger Künstlers Till Nowak etwas in die Jahre gekommen. Gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der Kunst Neumünster haben die Stadtwerke Neumünster das Kunstwerk für 20.000 Euro instand gesetzt und mit neuer Technik wieder zur alten Wirkung entfaltet. Die SWN übernahm dabei den Löwenanteil der Kosten. Künstler Till Nowak, der inzwischen in Los Angeles lebt und arbeitet, war laut der Kunstvereinsvorsitzenden Babette Schwede-Oldehus in den Prozess der Instandsetzung eingebunden. 2010 gab es noch keine Projektoren mit der Langlebigkeit und Effizienz neuer LED-Technik. Die Gasentladungslampen verblassten nach einem Jahr und mussten dann teuer und aufwendig getauscht und schwierig neu ausgerichtet werden. Gardeland und Innenstadt. 2 Monate nach der Schließung wird das Impfzentrum an der Lahnstraße im Industriegebiet Süd reaktiviert. Geplant sind voraussichtlich ab Freitag, den 26. November, insgesamt 6 Impflinien. Neben der Lahnstraße wird das bestehende Angebot in der Holzengalerie erweitert. Oberbürgermeister Tobias Bergmann sprach von über 1000 möglichen Impfungen in der Stadt pro Tag. Einzelheiten will das Land jetzt bekannt geben. Mindestens auch im Dezember soll das Angebot ohne Termin in der Holzengalerie aufrechterhalten werden. Dort hatten sich zuletzt lange Schlangen mit Menschen aus dem ganzen Land und Hamburg gebildet. Verimpft werden die Vakzine von Moderna, BioNTech, Pfizer und Johnson & Johnson. Dem Deutschen Roten Kreuz, das wieder für das medizinische Personal sorgt, fehlen allerdings noch Mitarbeiter. Diese werden dringend gesucht und können sich bei der Stadt melden. Gardeland. Jahrelang wurde ermittelt, jetzt schlug der Zoll zu. Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung durchsuchten rund 60 Einsatzkräfte Wohn- und Geschäftsgebäude einer Baufirma in Neumünster, offenbar auch in Gardeland. Der Verdacht richtet sich gegen 3 Personen. 2 von ihnen wurden festgenommen. Nach Angaben des Zolls handelt es sich um einen 45-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl vollstreckt wurde, sowie einen 29-Jährigen. Insgesamt durchsuchten sie 5 Objekte in der Stadt. Die 3 Beschuldigten werden verdächtigt, seit 2016 gezahlte Löhne verschwiegen oder nicht richtig gemeldet zu haben. Dadurch könnten laut Mitteilung des Zolls Sozialversicherungsbeiträge in beträchtlicher Höhe vorenthalten und Steuern hinterzogen worden sein. Der Gesamtschaden soll sich nach den bisherigen Ermittlungen auf rund 4,6 Millionen Euro belaufen. Zur Verschleierung der sogenannten Schwarzlohnzahlung sollen die Verdächtigen Scheinfirmen genutzt haben. Das war's mit den Nachrichten aus Neumünster. Bleiben Sie bitte gesund und bis zur nächsten Woche.